Liebe Gäste, liebe Stifter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Preisträgerinnen. In so manchem norddeutschen Hafen liegen propre Kutter und schmucke Yachten, die den Namen Antje tragen. Schiffe tragen häufig Frauennamen, denn Weiblichkeit spielt für die Seefahrt traditionell eine Doppelrolle. Sirenen und Meerjungfrauen bilden ein Lockmittel der Fremde. Mütter, Ehefrauen und Lilli Marleens warten im heimatlichen Hafen. Lange hatten wir es also trotz der Ambivalenz des Ozeanischen mit einer Arbeitsteilung in getrennten Sphären zu tun. Männer dürfen fernab der Heimat und ihrer Ordnung Abenteuer erleben. Frauen behüten diese Ordnung und lassen sich vom Abenteuer erzählen. Beispiele für diese unterschiedlichen Besetzungen der Seefahrt finden sich schon in der antiken Literatur, aber auch in populären Filmen. Hier gibt es natürlich die englische Lady in der Kapitänskajüte, die sicher an Land gebracht werden muss. Aber es gibt auch die Piratentochter mit wilder Lockenmähne und kundig geschwungenem Säbel. Unsere heutige Preisträgerin durchkreuzt diese Rollenzuschreibungen aufs Schönste und in vieler Hinsicht. Bis heute hat sie nicht nur zahlreiche Forschungsprojekte und Institute, sondern auch mehr als 45 Seegehende, ein neues Lieblingsadjektiv, Expeditionen geleitet. Ein äußerst erfahrener Abteilungsleiter aus dem BMBF meinte, dass Antje Boetius sich auch deswegen so eindrucksvoll entwickelt habe, weil sie häufig genug Mannschaften vorstehen durfte an Bord. Es ist ja tatsächlich sehr einleuchtend, dass anstrengende Reisen auf einem Forschungsschiff wirkungsvoller Führungs- und Kommunikationsqualität schaffen als lebenslanges Lernen in Schlüsselqualifikationskursen. Und natürlich eignen sich diese Schauplätze von Frau Boetius' Erfolgsgeschichte hervorragend für ein Publikum, das unter der Entzauberung der Wissenschaft akut leidet. In der Tiefsee gibt es das Abenteuer der Forschung noch. Und im Fall unserer Preisträgerin kann man dieses Abenteuer so ansehnlich verweiblichen, dass immer wieder die Formulierung von High Heels und Gummistiefeln verwandt worden ist. Das klingt nett, ist aber schlechte Wissenschaftskommunikation. Denn Antje Boetius' Erfolg lässt sich genauer beschreiben und er verdankt sich zuallererst der Relevanz und Prägnanz ihrer Forschungsleistung. Das große Thema unserer Preisträgerin ist der Umweltzustand und die Lebensvielfalt der Meere. Frau Boetius arbeitet in einer von Grund auf interdisziplinären Weise. Sie verbindet biologische Ozeanographie, mikrobielle Ökologie und Biogeochemie. Bahnbrechend war ihre Forschung zu den symbiotischen Mikroorganismen, die die Emission von Methan aus dem Meeresboden kontrollieren. Dieses Methan kann in Form von festen, eisähnlichen Verbindungen unterschiedliche Rollen spielen. Als neue Energiequelle, aber angesichts der Klimaerwärmung auch als Quelle gefährlicher Treibhausgase. Antje Boetius hat sich schon früh auf die Bedeutung von Bakterien auf dem Meeresboden konzentriert und Prozesse der anaeroben Oxidation und ihre Folgen für die Eisschmelze im arktischen Ökosystem untersucht. Auf weiteren Forschungsreisen hat sie zum Beispiel schwarze Raucher entdeckt. Das sind heiße Quellen, in denen ebenfalls grundlegende Voraussetzungen für die Artenvielfalt und das Gleichgewicht unseres Klimasystems weiter erforscht werden können. Es wird Sie nicht überraschen, dass diese Forschungsleistungen bestens publiziert wurden und dass Frau Boetius bereits früh mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, darunter im Jahr 2009 auch der Leibniz-Preis. Angesichts dieser internationalen Anerkennung wurden ihr zügig Führungspositionen übertragen. Sie leitet eine Brückengruppe der Helmholtz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft, ist seit 2012 Vizedirektorin des Marum-Exzellenzclusters der Universität Bremen und seit Ende 2017 wissenschaftliche Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Man könnte jetzt aus der Sicht einer nicht so wirklich spektakulär verwertbaren Fachkultur wie meiner, nämlich der Philologie, auf die Idee kommen, dass das Interesse für die tiefsten Schichten des Meeres
eine vermittlungstechnische Steilvorlage ist. Wo unbekannte Arten und Wesen in der tiefsten Finsternis unserer Ozeane schimmern und funkeln, wo eine Kollegin wie Antje Boetius sich als Galionsfigur der Sorge um das Klima eignet, die auch noch mit Männerspielzeugen wie Unterwasserkameras und Tiefseefahrzeugen umgehen kann, muss Wissenschaftskommunikation ein Kinderspiel sein. Kein Wunder, dass sehr viele Redaktionen anfragen, dass Grundschulen, Museen und Rotary-Clubs, Wirtschaftsverbände, kirchliche Vereine und NGOs sich auf den Besuch der Bremer Meeresforscherin freuen. Aber mit kameratauglichen Auftritten und Kamingesprächen ist es ja nicht getan. Zu gelingender Wissenschaftskommunikation gehört es, sich immer wieder neu, ich habe es schon angesprochen, auf unterschiedliche Zielgruppen einzustellen und entsprechende Formen zu finden. Die Medien gibt es nämlich in dieser Vereinfachung gar nicht. Dies gelingt Antje Boetius auf vielseitige Weise. An Schulen, in Blogs, in denen sie direkt von Expeditionsschiffen berichtet, in Stellungnahmen zu Ölkatastrophen, die nicht nur ihre Expertise als Wissenschaftlerin, sondern auch ihr politisches Urteilsvermögen fordern, in zahlreichen Beiträgen, in denen sie sich die Mühe macht, anschaulich auch von der methodischen und technischen Komplexität ihrer Materie zu sprechen und dabei die Grenzen unseres Wissens und die Produktivität unseres Unwissens zu erklären und gerade nicht auszusparen. Schließlich auch besonders beeindruckend in dem Buch »Das dunkle Paradies«, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater, dem Schriftsteller und Übersetzer Henning Boetius, mithilfe literarischer und journalistischer Techniken in Text und Bild auf den Grund ihrer Forschung und unserer maritimen Lebensräume führt. Und es kommt noch einiges hinzu. Antje Boetius betreibt nämlich nicht nur erfolgreiche Wissenschaftskommunikation, sondern sie denkt auch über diese nach. Sie denkt darüber nach, wie diese sich immer wieder neu ausrichten muss. Seit 2015 tut sie das als Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog, einer Einrichtung, die sich auch für Ansätze der Öffnung und Popularisierung von Wissenschaft einsetzt, die sie zum Teil in der deutschen Forschungsgemeinschaft manchmal etwas skeptischer diskutiert werden. Aber genau darum geht es ja heute Abend auch, dass wir nicht einfach voraussetzen und zu glauben meinen, wie Wissenschaft und Gesellschaft interagieren sollen, sondern uns möglichst sachkundig und perspektivenreich über Kriterien und Standards für bessere Wissenschaftskommunikation streiten. Diese notwendige Auseinandersetzung hat auch eine weniger abenteuerliche Seite. Und auch auf dieser Seite ist Antje Boetius beeindruckend aktiv. Senatssitzungen sind leider manchmal fast so lang wie kleine Forschungsreisen, aber sie sind vor allem institutioneller Alltag. Dieser wird in vielen Beschwörungen einer wieder zu verzaubernden Wissenschaft systematisch ausgeblendet, denn hier winken keine Durchbrüche in fotogener Terra incognita, sondern hartnäckig eingespielte Verhaltensmuster. Für deren Veränderung braucht es List, Gewandtheit und Geduld. Auch für ihre Arbeit an den institutionellen Strukturen ihrer und unserer Wissenschaft gebührt Antje Boetius der Kommunikatorpreis, denn Wissenschaftskommunikation bedeutet ja nicht nur spektakuläre Schauwerte für die Gesellschaft zu produzieren. Sie hat vielmehr auch eine systeminterne Dimension, in der Hochschulleitungen und Förderlogiken, disziplinärer Eigensinn, Kollegenneid und Reputationsgefälle und immer noch Unterscheidungen wie die zwischen Hard Sciences und Soft Skills eine Rolle spielen. In dieser Innenwelt der Wissenschaft engagiert sich Antje Boetius mit wichtiger Außenwirkung, besonders auf dem Feld der Gleichstellung. Sie hat längst unter Beweis gestellt, dass man im Konzert der Geweih- und Lederhose tragenden Festlandbewohner als Frau eine klare und energische, humorvolle und schlagfertige Stimme erheben kann. Als diese Stimme ist Antje Boetius ein Vorbild besonders für jüngere Frauen und Männer und eine besonders willkommene zweite Gewinnerin im immerhin 19. Jahr des Kommunikatorpreises. Ich danke noch einmal der Jury für ihre sehr anregende, sachkundige und konzentrierte Arbeit. Ich danke vor allem auch Frau Rateike und Frau Höhn für ihre Begleitung auf gewohnt höchstem Niveau
und ich freue mich persönlich sehr über den diesjährigen Kommunikatorpreis für Antje Boetius. Herzlichen Glückwunsch.